Das Jahr 1800. Im Weimarer Hoftheater steht die neue Spielzeit vor der Tür. Besprechung im Büro von Spielleiter Johann Wolfgang Goethe. Anwesend sind der Schauspieler Karl Ritter von La Roche, der Regisseur Friedrich August Durand, der Dichter Friedrich Schiller und natürlich der Meister selbst. Also, Herrschaften, die Spielzeit 18:01 steht vor der Tür. Wir haben noch kein Stück. Was haben wir? Schiller, shoot. Meine Herren, lieber Jovo, ich präsentiere Die Räuber 2. Blutrache auf Schloss Moor. Verrat, Selbstmord, Gewalt gegen Frauen. Alles, was wir im ersten Teil so geliebt haben, nur noch härter. Und mit mehr Sex. Und ich dachte, ich baue vielleicht noch einen Hund ein. Für die jungen Leute. Hunde gehen ja immer, ne? Ich weiß ja nicht. Sequels mögen die Leute gar nicht. Ich hätte da noch Maria Stuart. Zickenkrieg am Königshof. Weniger brutal, dafür aber ganz sexy. Vielleicht was für unser Ladies Night? Kommt da ein Hund drin vor? Nein, wäre aber denkbar. Das hört sich aber gar nicht gut an. Das würde ich mal untersuchen lassen. Na. Aber ganz ehrlich, Fritz, das ist alles nur nix. Aber ich hätte da eine Idee. Jetzt kommen wir aber bitte nicht wieder mit diesem Langzeitprojekt. Wie heißt das noch? Flache Hand? Faust. Und ich glaube, das Stück ist endlich bereit für die große Bühne. Jetzt warte doch mal. Also, wir starten mit der Hauptfigur. Einem Best-Ager. Bisschen in die Jahre gekommen, aber brillant. Universalgelehrter namens Dr. Faust. Und Faust hält einen dramatischen, großen Monolog. Also autobiografisch. Ein alter Akademiker in der Krise, so wie du, oder was? Quatsch, ist ein ganz anderer Typ als ich. Ich traue um den Verlust meiner Jugend, meiner Liebe, meiner Leidenschaft, meiner toten Kameraden und so weiter und... Also für mich hört sich das schon ein bisschen autobiografisch an. Kann ich jetzt bitte mal weitererzählen? Nach dem Monolog springen wir nämlich in ein Theater. In einem Theater. Und da unterhalten sich dann ein Dichter, ein Komödiant und ein Regisseur über die Funktion von Theater. Ist das nicht alles ein bisschen zu Meta? Dieser medienreferenzielle Kram interessiert außerhalb der Sparte niemanden. Zudem wird jetzt schon ewig geredet und es geht noch immer nicht um die eigentliche Geschichte. Und danach geht's im Himmel weiter. Wie schön. Anfang Nummer 3. Der Teufel, Mephistopheles, wettet mit Gott, dass er Faust vom rechten Weg abbringen kann. Gelingt ihm das, bekommt er seine Seele. Und wofür braucht ihr noch gleich die anderen beiden Anfänge? Ich glaube nicht, dass ich mich hier vor jemandem rechtfertigen muss, der 30-strophige Nerdgedicht über Glockenbau schreibt. Mephisto taucht bei Faust auf. Als Hund. Als Pudel. Hunde gehen eigentlich immer, ne? Ja, wer ist denn ein Feiner? Ja, wer ist denn ein ganz ein Feiner? Du bist ein Feiner, du bist ein ganz ein Feiner. Hm? Wer sind Sie denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich habe alle meine Rundfunkgeräte ordnungsgemäß angemeldet. Hey, ich bin gekommen, um dir für den Rest deines Lebens jeden Wunsch zu erfüllen. Ah, okay, cool. Ich will jetzt nicht übertrieben misstrauisch wirken, aber ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Ich habe noch mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Im Prinzip, nein. Nach deinem Tod bekomme ich halt deine Seele, aber sonst... Klingt fair. Dann wünsche ich mir als erstes, wieder jung und schön zu sein. Ernsthaft? Wie originell. Ja, was wünscht der Alte sich als nächstes? Ein schneidiges Rennpferd und eine viel zu junge Freundin? Ey, dass du unter dem Deckmantel der Kunst deine schmierigen Altherrenfantasien ausleben musst. Ach, das mit dem Rennpferd ist doch völliger Quatsch. Wobei sich Faust tatsächlich in eine jüngere Frau verliebt. In Gretchen. Gretchen? Wie alt ist die? 6? Ach Quatsch, ist ja doch völlig geschmacklos. So 14. Ihr sagt doch immer, wir müssen die jungen Leute ins Theater bekommen. Entschuldigung, wann kommt der Hund noch mal wieder? Ach, gar nicht. Ah. Oh. Faust macht Gretchen den Hof, schenkt ihr Schmuck, Komplimente, das volle Programm. Gretchens Mutter darf davon natürlich nichts mitbekommen. Und weil ich, Faust jetzt wieder super aussieht, verliebt sich Gretchen total in mich. In ihn. Faust. Im Busen drängt sich nach ihm hin. Ach, dürfte ich fassen und halten ihn. Hi Gretchen, na? Faust. Wie hast du es denn mit der Religion? Was ist das für eine merkwürdige Frage? Keine Ahnung, fiel mir gerade so ein. Ich dachte, ich könnte vielleicht heute Abend vorbeikommen. Wir könnten zusammen eine romantische Komödie lesen oder so. Nee, meine Mutter bringt mich um, wenn sie das rausfindet. Mach dir keine Sorgen. Mein durch und durch vertrauenserweckender Freund Mephisto hat mir dieses Schlafmittel für deine Mutter mitgegeben. Na dann. Die Alte klar gemacht? Wie redest du denn, du Spottgeburt aus Dreck und Feuer? Ich habe absolut ehrliche Absichten. Nee, ist klar, Faust. Wenn du das sagst... Einer Minderjährigen ein Betäubungsmittel für ihre Mutter zuzustecken, um ungestört Geschlechtsverkehr mit ihr haben zu können. Fällt das noch unter Sturm und Drang, oder? Also Gretchen und Faust haben tatsächlich leidenschaftlichen, völlig tabulosen Geschlechtsverkehr.
Ihre kleinen frechen Brüste reiben sich an meinem muskulösen, verschwitzten Ohr. Ich glaube, wir wissen, worauf du hinaus willst. Naja, am nächsten Morgen ist Faust weg und die Mutter vergiftet. Dazu erfährt Gretchens großer Bruder von der Affäre und Faust ersticht ihn im Streit und flüchtet mit Mephisto aus der Stadt. In einer dramatischen Verfolgungsjagd mit der Polizei. Denkbar. Oder man macht was mit Hexen. Aber wartet, wartet, das Beste kommt noch. Lass mich raten, Gretchen ist schwanger. Gretchen ist schwanger. Oh, wow. Faust erfährt von der Schwangerschaft und hat natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Er ist ja eigentlich kein schlechter Typ. Ist ja alles Mephistos Schuld. Ich bin ja kein schlechter Typ. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Wer wollte denn unbedingt mit einer 14-Jährigen schlafen? Wem ging denn die Mutter auf die Nerven? Wer hat denn den Bruder erstochen? Und wer hat Gretchen dazu gebracht, ihr Ungeborenes umzubringen? Hm? Was war das Letzte? Oh. Habe ich vergessen, Gretchen sitzt wegen einer Abtreibung im Gefängnis. Sag mal, hast du auch so einen Hunger wie ich? Dann müssen wir in die Stadt Gretchen retten. Findest du nicht, dass es jetzt ein bisschen spät ist, moralisch zu werden? Und jetzt rasen die beiden in einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit zurück in die Stadt, ne? Möglicherweise. Oder man macht hier wieder was mit Hexen. Im Gefängnis kommt es dann auf jeden Fall zum großen Finale. Gretchen! Wir sind gekommen, um dich rauszuholen. Ach Mensch, ist aber super lieb von dir. Ich glaube aber, ich bleib noch ein bisschen. Vielleicht mache ich irgendwas mit ewigem Ruhebett oder so. Okay. Ja. Ich dachte, ich frag wenigstens. Die Pferde stehen sowieso im absoluten Halteverbot. Ciao. Tschüss dann. Ciao. Ja, das wär's eigentlich. Das ist das Ende. Ist das nicht alles ein bisschen traurig? Ach, Herrgott, dann kommt halt Gott vom Anfang nochmal und erzählt Gretchen, dass sie in den Himmel kommt. Ja, der Hund könnte nochmal auftreten. Ne? Und was ist mit der Wette vom Anfang? Bekommt Mephisto jetzt Fausts Seele? Ich meine, der lebt ja noch. Das klären wir dann im zweiten Teil. Die Leute lieben Sequels. Echt jetzt? 3 Stunden Einleitung für eine unausgegorene Midlife-Crisis-Geschichte über einen weinerlichen Alten, der mit Hilfe des Leibhaftigen noch einmal in seinem Leben eine junge Frau verräumen will? Ja, nun, ich muss jetzt auch leider los. Christiane macht heute Schöpfenbraten mit grüner Soße. Die Herren, Wiedersehen. Schöpfenbraten. Völlig überschätzter Typ, wenn er mich fragt. Also ich fand die Leiden des Jungen, wäre der ganz nett. Seitenlanges Rumgeheule und dann kriegt das Weiche das noch nicht mehr hin, sich ordentlich in den Kopf zu schießen. Na toll, nicht spoilern. Ich wollte die Geschichte doch noch lesen.